Dieses Bild hier, liebe Zuschauer, ist ein Wunder, zumindest für Marita Fischer. Denn dass sie ihre Hündin jemals wiedersehen würde, damit hat sie nicht mehr gerechnet. Aura war 2007 während eines Frankreich-Urlaubs verschwunden. Und jetzt, 9 Jahre später, sind sie wieder vereint. Es ist ein Happy End nach 9 langen Jahren. Endlich sind Hündin Aura und Frauchen Marita Fischer wieder vereint. Marita kann ihr Glück kaum fassen. Das ist ja ein Weltwunder. Das ist ja, und dann habe ich nur einfach an den Himmel geschaut und habe gesagt Danke und bin in Tränen ausgebrochen. Die Geschichte von Aura und Marita beginnt im September 2007. Damals macht Marita Urlaub in der Bretagne. Mit dabei ihre Hunde, natürlich auch Aura. Die Hunde gehen an diesem Tag im Atlantik schwimmen. Doch danach taucht Aura nicht wieder auf. Die ganzen 3 Wochen habe ich gesucht und hatte keinen schönen Urlaub mehr. Also ich war hatte Schuldgefühle dazu noch bekommen, weil ich ja die Hunde ins Wasser gelassen habe. Alle Mühen sind vergebens, obwohl Marita umgehend eine Vermisstenanzeige aufgibt. Aura bleibt verschwunden, irgendwo in Frankreich. Da war ich halt sehr traurig und ja, es war ein ganz komisches Gefühl, als wir dann zurückgefahren sind. Sehr getrübte Stimmung. 9 lange Jahre quält sich Marita mit den Gedanken, wo Aura gerade steckt, wie es ihr geht und ob sie Aura jemals wiedersehen wird. Doch dann plötzlich ein Hoffnungsschimmer. Marita entdeckt eine Annonce. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen und habe das Bild gesehen und sofort kam aus meinem Mund, das ist die Aura. Das ist die Aura. Aber wie kann das sein? 9 Jahre später und 1000 Kilometer von der Bretagne entfernt. Doch Marita zögert nicht. Sie meldet sich auf die Annonce des Tierheims. Also es war schon eine ganz heiße Situation. Also Frau Fischer hat angerufen, ich glaube, es ist mein Hund. Ich glaube, ich habe meinen Hund gesehen. Marita vereinbart ein Treffen im Tierheim. Und tatsächlich, auch Aura erkennt ihr Frauchen wieder. Es ist so herrlich. Ich kann das oft gar nicht beschreiben. Manches kann man eben schlecht in Worte fassen. So wie die Geschichte von Aura und Marita. Ach, wie schön. Bei Karen Webb und Leute heute geht's jetzt um die Liebe. Nach nur einem Spot erfahren Sie, welche hübsche Promi-Dame es offenbar mal wieder erwischt hat. Bis morgen.